Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Nach diesem schönen Todessprung. Auch wenn wir ihn jetzt nicht beim letzten Mal zum Ende der Folge gemacht haben. Das habe ich jetzt irgendwie völlig verpennt gerade. Da kommt die Ivy hinterher gesprungen. Keine Mucks. K-Log sucht nach mir. Wer ist K-Log? Einer von Starricks Ganganführern. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Ivy, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Oh Mann, der Jake hat natürlich schon eine Vision vor seinen Augen. Aber das finde ich gut. Oh, guck mal, hier haben wir schön die alten Londoner Briefkästen. Und was passiert jetzt? Wieder eine Zwischensequenz. Diese verfluchte Stadt. Keiner passt auf, wo er hingeht. Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Drood, so werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Charles Dickens. Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Oh oh. Kelloggs Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Ja, dann wollen wir mal los und für ein bisschen Ablenkung sorgen. Endlich wieder ein bisschen Action hier. Ja, natürlich immer viel am Labern bei Assassin's Creed, gerade jetzt auch am Anfang. So, RT fahren. Auf geht's. Wir müssen sie von Green weglocken. Alles klar. Das gibt Ärger. Natürlich gibt es Ärger auch. So, L zum Rammen. Bam. Na, ob das früher so gut ging mit den Kutschen, ich weiß ja nicht. Oha. Na komm, wir müssen ein bisschen näher dran hier, Donnerschlag. Sind weg. Dann also zurück. Kann ich schon abgehängt? Du bist unmöglich. Dank dieser Unmöglichkeit werde ich zum Meister ernannt, wenn wir hier fertig sind. George wird nichts dergleichen tun. Was noch vom Credo übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwester Herz. Ja, krass. Ein kleines, aber feines, ein kleiner, aber feiner. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist? Starrick kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du nicht das Sagen. So. Und da wären wir. Wollen wir das Ding doch immer noch artgerecht abstellen. So. Und dann verlassen wir die Kutsche und starten bestimmt die nächste Zwischensequenz. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe? Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starrick hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Ivy. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberlein. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem, Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich, sollten Sie eins nicht vergessen. Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Na, das sieht ja nach einer Menge Spaß aus. Rexford K-Log. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment.
Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greenie. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Ja, wohl wahr. Das kommt er. Ja, das wird natürlich wieder ein riesiges Abenteuer. Diesmal haben wir die Herausforderung auch abgeschlossen. Irgendwo, wo es grün ist, abgeschlossen mit der Herausforderung. Vor Eevee ankommen. Die Karte von drücken Sie, was auch immer das für eine Taste ist. Wahrscheinlich die Back-Taste hier bei mir. Um die Karte von London zu öffnen, schließen Sie Eroberungsaktivitäten ab, um Gebiete von den Blighters zu erobern. Töten Sie den Templer-Gang-Anführer, um den Bezirk zu erobern. Also es geht wie immer um Bezirke erobern, was heißt wie immer, aber wie schon so oft, um Bezirke erobern, um die Stadt letztendlich zu befreien. Und wir haben hier jetzt schon die ersten Missionen. Hinten haben wir ein Gangquartier. Hier haben wir Sequenz 3. Entschuldigung. Die Suche nach dem Straßenkind. Und Sequenz 3, Abeline, nehmen wir an. Okay. Tja, was davon machen wir denn mal? Ich würde sagen, wir nehmen einfach das, was am nahesten dran ist, oder? Und wie lautet der Plan, o allmächtige Hoheit? Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Wenn du darauf bestehst. Tun wir das doch. Wo unsere Kutsche denn hin? Charaktere wechseln. Drücken Sie, um das Hauptmenü zu öffnen und dann zwischen Eevee und Jacob zu wechseln. Eevee bevorzugt eine heimliche Vorgehensweise, während Jacob eher auf Konfrontation aus ist. Ja, das haben wir ja schon gelernt. Eevee und Jacob teilen Geld, EP und Belohnung, verfügen aber über separate Ausrüstung und Fähigkeiten. Ja, dann schauen wir uns auch erstmal Jacob. Nehmen uns die Kutsche und fahren, wie es sich in London gehört, auf der linken Seite. Richtung unser... Ah, toll. Es hat sich ja jetzt gelohnt, hier die Kutsche zu nehmen. Wahnsinn. Einen ganzen Block weiter. Na gut. Mach langsam. Sorry, Leute. Für die wohl wahrscheinlich spannendste Kutschenfahrt in der Weltgeschichte. Ja, das schauen wir mal. Was hängt hier? Beschaffen. Illustrationen. Neue Datenbankeinträge. Ah. Da wollen wir doch mal ganz kurz reingucken. Diskussion über den Etat. Kann ich jetzt irgendwie blättern oder was? Nö. Achso, das ist einfach so eine Karikatur, alles klar. Haben wir das auch? Ich hoffe mal nicht, dass wir alle davon brauchen, um 100% abzuschließen am Ende, weil das ist eine verdammt riesige Menge. Und vor die beiden uns Ärger machen. Warum haben wir jetzt kein Doppelattentat? Achso, das hatten wir, glaube ich, nur mit Eevee freigeschaltet, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Dann machen wir den halt nochmal so platt. So, Abfahrt. Wir kommen hier in die Truhe ran, die ich vorher natürlich schon gesehen habe. Na gut, auch hier ein paar Clipping-Fehler. Also 100% perfekt ist das Spiel natürlich nicht. Aber es lässt sich auf jeden Fall sehr gut spielen. Keine Bugs oder sowas. Und, hä, steht davon jetzt Eevee? Okay, scheinbar müssen wir das mit ihr dann spielen oder zusammen mit ihr. Abeline nehmen wir an. Die Zwillinge suchen in einer Nebengasse in Whitechapel nach Sergeant Frederick Abeline. Dann starten wir mal. Oh, da sehen wir den Big Ben. Super. Ach, jetzt wird's dunkel oder? Jo. Etwas. Ich sehe Mr. Abeline nicht. Naja, wir haben es versucht. Und ich trinke mal zwischendurch einen kleinen Schluck. Ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott! Wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Abeline, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Frey-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen sie zurück zu mir.
unauffällig. Abgemacht. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Komischer Typ. Aber es ist eine, direkt eine weitere Sammelquest. Und zwar müssen wir halt die... Nun, was Sie auch tun, bleiben Sie innerhalb der Grenzen der Gesetze. Alles klar. Ich brauche keine Leichen auf meinem Revier. Nähern Sie sich dem Ziel von hinten und bringen Sie es ja, zu in Ordnung. Dann bringen Sie es zu meiner Kutsche. Vorsicht. In Ordnung. Also was wir halt zu tun haben bei dieser Sammelquest, die sich über das Spiel heraus, was ich weiß, da ich ja schon etwas das Spiel angezockt hatte, dass wir so genau so Kopfgeldjäger quasi spielen müssen und halt die so Ganganführer oder was gefangen nehmen und verhaften müssen. Das Ganze möglichst unauffällig und ohne viel zu töten, hat er ja gerade gesagt. Gefangen nehmen. Drücken Sie B, wenn Sie unentdeckt hinter einem Gegner stehen, um ihn gefangen zu nehmen. Bewegen Sie sich in der Nähe von Gegnern langsam mit L, um Ihren Entdeckungsradius zu verringern. Bewegen Sie sich schneller mit RT, fällt es Ihren Gegnern leichter, sie zu entdecken. Drücken Sie B, um eine gefangen genommene Person in eine geschlossene Kutsche zu stoßen. So. Dann identifizieren wir ihn mal. Homer Delton. Vorteil. Der Abschluss dieser Herausforderung gibt zusätzliches Geld und EP. Strategie, Ziel, Leben zurückbringen. Jawohl. Nehmen Sie die Ziele genau. Ich weiß zwar jetzt gar nicht, was der Blau ist. Ach, der Blau. Das sind, die Blauen sind Polizisten. Also die sind uns natürlich neutral gegenübergestellt. Aber natürlich nur so lange, wie auch die Gesetze einhalten. Ist ja logisch. Aber erstmal springen wir hier in unseren Kasten rein. Ich weiß gar nicht, ob wir den... Wie greife ich den gleich nochmal? Ja, so. Ah, und jetzt genau kommt der Typ wieder. Hätte ich aber jetzt nicht aufgepasst. Sie nennen mich den Häcksler, weißt du? Puh, da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Her damit, zahl deine Schulden. Du bist wohl am falschen Ende der Klinge gelandet. Oh oh. So viel also zu unentdeckt. Funny thing to do in the middle of the city. Nothing surprises me anymore. Wow, das war wahnsinnig knapp, Leute. Das sollten wir beim nächsten Mal natürlich ein bisschen besser machen. Okay, den juckt das nicht weiter. Dahinter steht einer. Dreht er sich um? Ah, ich hab schon wieder gepennt, Leute. Weil er da hinten kommt. Los, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Gleich wirst du mein... Das Ziel läuft davon, na super. Aua. Was? Warum habe ich den jetzt mit einem Schlag quasi... Wofür habe ich denn die Bombe geworfen, Leute? Okay. Das war jetzt einfach mal mega schlecht gemacht. Streicht das mal ganz schnell aus euren Köpfen. Das machen wir jetzt nochmal vernünftig neu. Sobald hier alles wieder geladen ist. Ach, Mann. Da habe ich jetzt aber direkt mal verkackt. Das tut mir echt leid. Pff. Aber ich hatte doch eigentlich sogar extra die Bombe geworfen, damit der mich halt nicht mehr trifft. So, ich mach's jetzt auf diese Art. Kommt alle her, kommt. Alles kein Thema. So, ich mach euch so vorher fertig. Und schnapp mir den anderen. Wo rennt er denn hin? Da rennt er hin.
So. Die Rauchbomben sind schon effektiv, wenn man hier aus so einem Kampf fliehen will. So. Niederschlagen. Naja, der lebt ja jetzt wohl noch, oder? Oh, ey. Also ich will es ganz schwer hoffen, weil... Also eigentlich müssen wir ja... Hä? Kann ich hier nicht laufen? Doch. Ja. Okay, also die Polizisten reagieren da auch sofort drauf. Ist ja irgendwie auch logisch, wenn wir eine bewusstlose Person über unseren Rücken tragen. Macht schon Sinn. Ich klopp den hier jetzt einfach. Alter, was hält der Typ denn aus? Okay, wir haben gerade einen Polizisten getötet. Uah, das war jetzt ein bisschen ekelhaft. Wir haben gerade einen Polizisten getötet. Ich glaube, das sollten wir nicht zu oft machen. Es gibt zwar bis jetzt keine Strafen, aber wer weiß. Und irgendwo brauchen wir auch die Gesetzeshüter. Und hier sind massenhaft Kinder. Ach, jetzt. Ich kann ihn von hier treffen. Natürlich ist der Wieselfried, das sind ja auch ich. Ah, das nervt jetzt aber gerade ein bisschen, dass so viele Gegner hier sind. Okay, und die Gegner können mich anscheinend nicht treffen. Während ich in Finish-Modus bin. Wenn ich verstehe, was ich meine. Also wenn ich ihnen gerade quasi den letzten Rest gebe. Ja. Verstecken. Sehr gut. Und dann fahren wir. Zu unserem Freund. Und es ist sogar schon markiert. Von der Mission, das finde ich doch sehr gut. Weiter, Mädchen. Gut. Wir sollten nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Mit einem Bewusstlosen in der Kutsche. So. Sachte. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Nix. Wir sind jetzt hier am Zielort. Wir können froh sein, ja, er ist noch lebend. Am Leben. Danke. Lebend, er ist noch lebend. Tolles Deutsch, Banshee, super. Ja gut, nach anfänglichem Failen hat es ja doch noch ganz gut geklappt. Und ich glaube, dass man dazwischen durchkämpfen musste, da das, dem konnte man quasi, glaube ich, nicht aus dem Weg gehen, oder? So, Sympathisanten und Loyalität. Finden Sie Sympathisanten in ganz London und helfen Sie ihnen. Wenn Sie Sympathisanten helfen, steigt deren Loyalität den Rocks gegenüber. Durch Loyalität schalten Sie einzigartige und wertvolle Belohnungen frei. Sehr gut. Und der erste kleine Stadtteil dieses Gebiets ist quasi befreit damit schon. Ich denke mal, das wird bei den künftigen allerdings nicht so einfach gehen. Und ich würde sagen, nachdem ich ja so hart gefailt habe und ich damit Zeit verschwendet habe, sind wir mit dieser Folge leider auch schon wieder durch. Oh Mann, hier hat man ja nirgendwo Ruhe vor denen. Komm, ich kletter hier jetzt ein Haus hoch. Und dann könnt ihr uns alle mal. Ich möchte mich hier auch vernünftig von meinen Zuschauern verabschieden. So. Irgendwo noch einen schönen Ort. Vielleicht hier vorne drauf. Kommen wir da vorne irgendwie drauf? Die Kirche natürlich nicht. Machen wir so. Eine kleine Kletterstunde zum Ende der Folge. Und ja, dann würde ich schon mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.